Unser tägliches Brot ist einfach, wir werden immer wieder gefragt, was machen wir jetzt? Lassen wir die alte Ölheizung drin, lassen wir die Gasheizung drin, machen wir eine Wärmepumpe, was tun wir überhaupt? Und dann wieder die Glaskugel nehmen und gucken, oh, was ist Sache. Wenn man sich aber mal genau anschaut, was da im Moment abläuft, das ist ja immer die große Gefahr, die die Politiker jetzt kommunizieren, wo die einfach sagen, okay, wir haben jetzt einen Preis vom Gas, wird sich verdoppeln, der wird sich vervierfachen, diese CO2-Abgaben. So, und da muss man einfach mal schauen, wie viel Prozent von dem Gaspreis werden durch die CO2-Umlage überhaupt verändert. Und wenn man sich halt mal genauer anschaut, wir haben eine CO2-Umlage von ungefähr 0,5 Cent, also einen halben Cent. Jetzt unter der Annahme, dass das Kilowatt 10 Cent kostet, sind das knappe 5%. Wenn sich die CO2-Umlage jetzt verdoppelt, geht die von einem halben Cent auf einen ganzen Cent. Dann kostet der Spaß nicht 10 Cent, sondern 10,5. Wenn sich das jetzt vervierfacht, was angekündigt worden ist. Im Moment haben wir einen CO2-Preis von 25 Euro die Tonne und der soll so auf 80, 90 Euro erhöht werden. Gehen wir mal von 100 aus, also Vervierfachung. Dann haben wir einen Preis von 11,5 Cent. Das macht den Bock aber nicht fett. Und dafür die ganze Panik. Das ist weit davon entfernt zu sagen, der Gaspreis hat sich verdoppelt. Es wird wieder mit der Angst gespielt. Und das ist einfach schäbig. Und das kann man so nicht machen. Die Preise werden höher werden, ja, durch die CO2-Abgabe. Aber ob ich deswegen oder deswegen unbedingt ein totales Panik-P auf der Stirn haben muss, da sind wir weit von entfernt. Also ruhig bleiben, wie so ein Bär, kleinen Winterschlaf machen, mal gucken, was es gibt. Und im Zweifelsfalle baut eine neue Gasheizung rein. Das macht vielleicht mehr Sinn.